Ja, Xabotchen ist wieder hier und eine weitere Folge interessanter Entdeckungen in No Man's Sky, die ich gemacht habe. Beim letzten Mal habe ich euch ein bisschen was über die Pyramiden, die ich gefunden habe, erklärt. Aber da wollen wir uns jetzt mal weg von bewegen und uns der nächsten Sache widmen, dem Multitool. Ja, wie ihr sehen könnt, das Multitool ist bei mir schon ziemlich geilomat ausgebaut. Und zwar hat das eine maximale Größe von 24 Plätzen. Das war mir bisher neu. Deshalb an dieser Stelle eine Entdeckung. Es ist begrenzt auf 24. Und die einbaubaren Möglichkeiten sind deutlich höher als das, was wir maximal reinbauen können. Deshalb ist es notwendig, dass wir uns kurz damit beschäftigen, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, in das Multitool reinzubauen. Und als erstes wollen wir mal ganz kurz darüber sprechen, wo kriege ich das Multitool her, das 24er. Und das ist relativ simpel. Und zwar müsst ihr im Grunde genommen nur bei den ganzen NPCs, den ganzen Aliens, diese überlegenen Lebensformen, denen müsst ihr mal helfen. Immer wenn ihr ihnen helft und ihr macht es gut, dann bekommt ihr von denen ein Multitool zur Verfügung gestellt. Und dieses Multitool ist immer eine Stufe besser, einen Platz besser als das, was ihr selber habt. Das ist simpel. Überall in den ganzen kleinen Raumstationen und Häfen und Außenposten und so weiter findet ihr auch überall Multitools. Die sind in der Regel aber alle schrottig, schlechter oder maximal so gut wie das, was ihr selber habt. Das gute Zeug kriegt ihr bei den Händlern, wenn ihr denen helft. Wichtig ist, das Multitool ist zum Schießen, zum Strahlenabbergabbau und zum Terraforming gedacht. Das sind die drei großen Sachen. Das Terraforming macht man ganz, ganz selten, wenn man mal einen versteckten Schatz findet oder so. Dann muss man halt mal mit dem Granatwerfer runter in den Boden und den Schatz ausbuddeln. Das geht nur mit dem Teil. Und ansonsten mit dem Bergbaustrahler baut man die Materialien ab, runzt die Bäume weg oder was auch immer da einem im Weg ist. Und Gegner etc., Türen und so weiter, schießt man in der Regel dann mit der Waffe ab. Dem Blitzwerfer. Diese drei Sachen müsst ihr unbedingt einbauen. Das ist primär absolut wichtig, dass ihr das tut. Und aufgrund der ganzen Masse an Dingen, die ihr dort einbauen könnt, ist es wichtig, dass ihr die richtigen Sachen einbaut und zwar jeweils dann in der höchsten Stufe, die ihr zur Verfügung habt. Das bedeutet, für den Strahler gibt es vier verschiedene Zusatzelemente, die man einbauen kann. Das gleiche gilt für den Blitzwerfer und auch für den für die Granaten. Dann gibt es vier wichtige Teile, die eingebaut werden müssen. Und dann braucht ihr unbedingt die drei gelben. Das ist der Analysesensor und der Scanner und der Reichweitenerweiterer für den Scanner in der jeweils höchsten Stufe. Dann bleiben euch noch ein paar Plätze übrig. Die sind alle für den Blitzwerfer vorgesehen, um den effektiver zu machen, damit ihr im Kampf, was ab und zu passiert, euch auch angemessen wehren könnt. So, ich zeige euch das jetzt nochmal ganz kurz, wie das bei mir aussieht. Ihr könnt das natürlich variieren. Jedem steht das frei, wie er das gerne haben möchte. Wer die ganze Zeit nur am Abbauen ist, der kann natürlich auch nur den Strahlerkrempel da rein basteln. Hier ist es nochmal zu sehen, wie das bei mir aufgebaut ist. Ihr könnt auch gerne das Video anhalten und euch das in Ruhe angucken, wie das aussieht, was das alles ist. Auf der rechten Seite sind nochmal so ein paar Kreiseldinger, die sind aber unwichtig. Die braucht kein Mensch. So, das war's gewesen. Jurieu, bis denne, bye bye.